das Spiel rauskam, es hat es ja auch Collector's Edition gehabt, da war das drin, wo ich jetzt drauf war. Hatte ich auch mal, glaube ich. Dann müsstest du noch mal weiter. Oder so ähnliche gab es ja damals auch zum Kaufen, glaube ich. Mhm. Zum Kaufen, ja. The power of the dark side, 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 side. Irgendwie bist du gerade bei mir verschwunden. Ja. Also du bist weiter, ne? Ja. Warte, ich sammle kurz dieses Ding da ein, wenn ich schon. Ja. Habt ihr euch im Dschungel verirrt? Das tut mir leid für euch. Aber wir können nicht helfen. Wir haben weder Nahrung noch Wasser für euch. Hier gibt es nichts für euch. Und Fremde sind hier nicht willkommen. Geht lieber wieder fort. Ich gehe nicht weg. Ich möchte dem Revan-Orden beitreten. Leider weiß ich nicht, wovon ihr sprecht. Oder... Ah. Ihr habt also das Zeichen. Wer immer euch hergeschickt hat, scheint euch sehr zu vertrauen. Willkommen beim Revan-Orden, Anwärter. Willkommen in eurem neuen Leben. Ich suche das Oberhaupt der Revanita. Seid ihr das? Nein, ich führe Anwärter auf den richtigen Weg. Dies hier ist unsere Zuflucht. Erbaut vom Meister und beschützt von den Getreuen. Hier lassen wir unsere Pflichten dem Imperium gegenüber zurück. Hier führt uns der Meister in die Mysterien von Revan ein, der als Jedi begann und zum Sith wurde. Und dann noch mehr. Nichts ist größer als die Sith. Es gibt kein noch mehr zu erreichen. Ist es wirklich so? Die Sith sind ein Weg zur Macht. Aber endet dieser Weg mit der Philosophie der Sith? Als Jedi war Revan ein Krieger, der ganze Armeen schlug. Als Sith war Revan ein Lehrer, der 1000 dunkle Schüler ausbildete. Schließlich wandten sich sowohl Jedi als auch Sith gegen Revan. Aber er wurde nicht vernichtet, sondern wiedergeboren. Das gehört ins Reich der Mythen. Es klingt vielleicht wie eine Sage, aber es ist wahr. Sie nahmen Revan seinen Einfluss, sein Leben, seine Erinnerung und ließen ihn verfaulen. Und doch erlernte er die Wege der Macht von Neuem. Der wiedergeborene Revan zerstörte Jedi und Sith und kam nach Dromund Kaas. Obwohl Revans Leben hier endete, hat der Meister es erhalten, damit wir davon lernen können. Euer Wissen könnte nützlich sein. Revan hat die helle wie die dunkle Seite gemeistert. Krieg und Frieden. Wir wollen denselben Weg beschreiten. Nehmt teil an unseren Ritualen. Beschreitet Revans Pfad zur Größe. Verdient euch das Recht, uns beizutreten. Was muss ich tun, um dem Meister zu begegnen? Ich muss ihn unbedingt sprechen. Um euch herum sind eure neuen Lehrer.
Revaniter, die ihr Leben damit verbringen, die Werke von Darth Revan zu rekonstruieren. Sprecht mit ihnen. Erfüllt die Aufgaben, die man euch zuweist. Dann kehrt zu mir zurück. Und der Meister wird euch die letzten Lektionen erteilen. Ich werde immer so schnell weg. Nimm das Gerät doch mit, ne? Kommt her. Kommt näher. Ihr gehört zu den Anwärtern, die unserem Orden beitreten wollen. Das ist gut. Aber sagt mir eines. Ihr seid wegen des Revan-Ordens hier. Seid ihr bereit, für uns zu sterben? Wenn der Orden es von mir verlangt? Ihr seid sehr eifrig, aber nicht sehr klug. Denkt gut nach, denn jeder Revaniter muss sich einer Todesprüfung unterziehen. So wie auch Revan durch die Hände der Sith und Jedi starb. Der Tod hat Revan erlöst, ihn von allen Schwüren und Versprechen entbunden und seine Wiedergeburt ermöglicht. Wird er auch euch von der Vergangenheit befreien? Dass das klar ist. Ich habe nicht vor zu sterben. Seid nicht ängstlich. Dann bin ich die Erste, die Veränderung stirbt, ne? Ist nicht zum Fürchten. Vor uns liegt ein Pfad. Nur durch rote oder blaue Fläche. Eine Höhle. Solange sie die nicht verwenden, die tötet sich niemand. Anwärter fallen auf dem Pfad oder werden von den Schrecken in der Höhle zerrissen. Aber wer das Ende erreicht, wird wiedergeboren. Neu erschaffen. Ihr erwartet, dass ich in diese Höhle gehe? Ich erwarte gar nichts. Es ist eure Entscheidung, ob ihr den Weg von Revan gehen oder in euer altes Leben zurückkehren wollt. Der Pfad ist hier. Die Höhle ist eine andere Sache. Je schwieriger, desto besser. Denkt daran. Es geht nicht ums Überleben. Vertraut dem Weg von Darth Revan. Wir haben nichts mehr zu besprechen. Geht nun und kommt wieder, wenn ihr das Ende der Höhle erreicht habt. Was war denn das hellblaue da auf dem Boden? Das war so ein Stein, den ich hätte abbauen können. Dieses Vieh töten? Jetzt ja. Muss es wieder jeder einzeln klicken? Ja, ne? Das ist ein Gespräch, ne?
Okay. Das habe ich letztes Mal die Kommunion gemacht. Oh, wie cool. Findest du? Ja. Ich nicht. Das ist eine coole Story. Guck mal, hat sie da gesagt, sie stirbt zuerst? Das hat uns da sind sie down. Die konnten uns noch nicht mal sperren. Ja, ich fand es so cool, du sagst doch, du stirbst zuerst und da stirbst du zuerst. Super. Die volle Ladung abbekommen. Hängt an diesem Scheiß Fass fest. So. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Aber sicher doch. Ihr seid jetzt frei. Frei von allem, was ihr einmal wart. Genießt den Augenblick. Er kommt nie wieder. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? Ich fühle gar nichts. Das ist keine Schande. Als Revan starb, dauerte seine Wiedergeburt viele Monate. Euch wird es nicht anders gehen. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Das Ding, was er mir gegeben hat, ist viel schwächer als die anderen Sachen, die ich habe. So, und jetzt wohin? Hat er eh noch. Er hat gesagt, keine Verpflichtungen mehr. Wenn jetzt irgendwie. Doch. Kommt her. Gott. Sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Revans. Und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Ich brauche keinen Kultführer, der mir sagt, wen ich wann töten soll. Das brauchte ich auch nicht. Doch als Revaniter ist das Töten erfüllender. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith-Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Revans Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Wie konnte eine gestörte Frau wie ihr nur so viel Macht erlangen? Gestört? Ich bin ein Produkt von Revans Lehren und den Anweisungen des Meisters. Mein Gewissen ist rein, wie bald auch das eure. Jede Initiation bei den Anhängern Revans enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das das neue Mitglied an Revan binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Revan suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Das führt doch nirgendwo hin. Sprecht nicht so. Diese Maske ist die erhabene Essenz Revans. Und außerdem bedeutet das Scheitern bei eurer Initiation euren Tod. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith-Lords Kratan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Was soll damit geschehen? Die Maske wird hier in der Anlage natürlich einen Ehrenplatz erhalten.
damit alle Anhänger Revans sie sehen können. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch von Anwärtern erwartet. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Revan. Was kann ich für euch tun? Ich muss wissen, wo Darth Revans Maske ist. Und zwar schnell. Gut, Ladra schickt euch. Ich soll euch rituell auf den Kontakt mit Revans Maske vorbereiten, wie? Das ist überflüssig. Ladra gehört den Revanitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit ihr. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Revan jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Lassen wir Revans wahre Identität jetzt mal beiseite. In der Maske steckt Macht, nicht wahr? Symbolisch, ja. Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Revan nur der dunklen Seite angehörte. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Ich weiß nicht, ob ich gerne einen überzeugten Sith gegen mich habe. Sie muss nichts davon wissen. Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich wette, die Maske würde mir gut stehen. Ich bezweifle, dass ihr Zustand zulässt, dass man sie tragen kann. Aber es wäre immer noch besser, als sie Ladra zu geben. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Schau mal, das ist im Spiel her. Also dürfen wir uns gleich wieder entscheiden, ob wir dem oder der Eulen die Maske geben. Ja. Drückt Tor die Prinzessin auf seinem Beistuhl. Hier wieder zurück zum Mauergleiter. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Mauergleiter. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. So. Na, ich warte lieber nicht, dass ich wieder verkehrt renne. Wir müssen jetzt nochmal dort reinlaufen in das Anwesen. Wurde angeknurrt. Oh.
Au! Mistding. Es hat mich angegriffen. Und mein Ding zerstört. Einfach durch. Es hat das Ding zerstört. Ho-Ork fast. Oh, hoffentlich kein Luftpro. Ich komm gleich nach, eventuell. Ah. Weiß ich, was ich finde. Wir müssen warten. Ja. Andere Richtung. Macht einfach mein Boot kaputt. Hey, wieso ist der Haken bei mir wieder weggegangen? Ja, weil das so ein Quatsch ist, wo du stehen bleiben musst. Toucht er mich an? Jo, Fische, geh mal vor. Guck mal, was hat los. Jo. Wie war der hin im Margave? Einfach. Ich kann sagen, das Gag ist irgendwie zu leicht. Das nur aus oder hast du jetzt schwarze Augen bekommen? Hauptsache mehr keine Renne. Ciao! Oh, der steht schon bei mir, scheiße. Das blaue Ding, die müssen wir wieder einsammeln. Weil die leuchtet halt komplett blau. Na, das ist irgendein anderer Effekt, wo sie noch hatten. Mit der Schnellreise können wir jetzt wieder ins Rehwandlager gehen und uns dort entscheiden, ob eben Ladra oder Torun abgeben. Wohin genau? Remaniten. Ah, da. Anlage. Ja. Hoffe ich doch mal. Gibt's wieder Doppeltes, wenn wir uns für einen von beiden entscheiden? Ich weiß es nicht, ob doppelt, aber eins war gut und eins war böse. Der Torun war, glaube ich, gut. Wir können uns ja trennen, die zwei machen das, die anderen zwei machen das. Oder können wir machen, ja. Ihr seid zurückgekehrt. Ihr müsst mit Torun gesprochen haben. Habt ihr es hinaus zum Anwesen geschafft? Habt ihr die Maske gesehen? Ist sie nicht wundervoll? Ich habe die Maske bei mir. Oh, ihr habt sie. Ich hätte nie gedacht, dass ich sie jemals wiedersehe. Endlich wurde sie aus Gratans Gefängnis befreit. Endlich aus den Händen des Ketzers gerissen. Ein wundervoller Tag. Ihr ergötzt euch an einem Schmuckstück. Das ist nicht Revan. Es ist nur eine Maske. Oh, wie arm. Ihr versteht immer noch nicht.
Aber gut, die Maske weilt ja nun unter uns. Ich habe ein Geschenk für euch. Zur Feier eures Erfolges und zum Abschluss des Rituals. Ich kann eure Initiation nicht abschließen. Das kann nur der Meister. Aber ich kann euch sagen, dass ihr bestanden habt. Ihr wart so gut. Die Maske wird uns nun immer leiten. Wollt ihr uns nicht was geben? Ja, geier. Ah, da, Raimon. Sollen wir auf die andere Warte? Vielleicht müssen die dann auch dahin. Jo. Können wir jetzt mit dieser Latte auch nochmal reden? Nee, wir müssen auch mit Raimon. Noch mehr Anwärter. Die Sicherheit der Anlage ist bald nicht mehr gewährleistet. Aber ich nehme mal an, der Meister weiß, was er tut. Und wenn ihr den Wegen Revans folgen könnt, werden wir eure Eignung beurteilen. Meine Aufmerksamkeit ist ungeteilt. Revan hat nicht allein gearbeitet. Er hatte Verbündete in allen Schichten. Genau wie wir. Wenn ihr uns beitreten wollt, müsst ihr zuerst vor die Männer und Frauen treten, die vor euch kamen und dem Meister ihre Treue bewiesen haben. Was genau wird von mir verlangt? Ihr müsst jenen im inneren Zirkel des Meisters zeigen, dass ihr Revans Lehren versteht. Sie werden Fragen stellen. Ihr antwortet. Wenn sie nicht zufrieden sind, geben sie die Probe der Weisheit auf und prüfen stattdessen eure Kraft. Revan hatte nichts für Schwächlinge übrig. Aber augenscheinlich sind doch alle Revanita Schwächlinge. Dann wird es wohl Zeit, euch die Augen zu öffnen. Eure Pilgerreise beginnt im Dschungel. Dort findet ihr den ersten Mentor. Er wird bestimmen, ob ihr es wert seid, weitergeschickt zu werden. Macht euch auf alles gefasst, Anwärter. Der Dschungel ist gefährlich und die wahren Revanita auch. Auf in den Dschungel. Aber was genau sind jetzt die Werte der Revanita? Die wir doch so jetzt geprüft werden. Ich denke mal, das überrascht uns gleich. Haben die auch so einen Kodex, wie den Kodex der Sis, wo man sich doch zumindest irgendwie dran halten kann? Keine Ahnung. Ich spoilere nicht. Spoilern will ich sie, ob es richtig gemacht. Ihr seid gekommen, um dem Revan-Orden beizutreten. Ich bin Morun Dukas, Herr der Bestien. Ich bin Revanita und ich bin Sith. Was wollt ihr mir sagen? Morun Dukas, ich bin gekommen, um mich als würdig zu erweisen. Sehr gut. Dann hört zu. Jahrzehntelang habe ich dem Meister gedient. Er fand mich, als ich eine Larve war, und erkannte die Stärke der Macht in mir. Entgegen der imperialen Tradition bildete er mich aus. Das ist der Weg Revans. Alle Spezies den Weg zur Macht lehren. Ich weiß, was das bedeutet. Gut, jetzt müsst ihr mir eine Frage beantworten. Und zwar richtig, sonst bekommt ihr die Krallen meiner Tierchen zu spüren. Warum glaubt ihr, dass Revan Fremde die Wege der Sith lehrte? Warum hat Revan allen Suchenden Macht angeboten? Revan wusste, dass mächtige Diener nützlicher sind. Eine gute und weise Antwort. Ihr sprecht wie ein wahrer Revanita. Ihr dürft eure Pilgerreise fortsetzen und euch dem Urteil eines anderen stellen. Schaffen wir die Angelegenheit aus dem Weg. Sucht die Söldnerin Seta Far auf, die ihre Soldaten trainiert. Sie wird eure Prüfung fortsetzen. Oh.
Ist das Querfeld innen oder was? Ja. Tarkan, schickt ein paar Männer in die Stadt. Sie haben sich eine Pause vom Training verdient. Ja, Commander. Schön, dass ihr am Leben seid. Nicht alle schaffen es an Morun vorbei. Raimon hat mich von der Basis aus kontaktiert. Sagte, ihr wolltet unserer Gesellschaft beitreten. Ist das wahr? Das stimmt. Ich erbitte die Zustimmung des inneren Kreises. Ich heiße Seta Far. Ich bringe diesen Söldnern bei, wie man kämpft. Mein Dienst für den Meister ist eine Frage der Ehre. Vor Jahrzehnten kämpfte mein Clan gegen Revan, als wir mit dem Rest der Mandalorianer die Republik überfielen. Es war ein Privileg, gegen die Jedi zu kämpfen. Wir haben den Krieg um Malachor 5 verloren. Doch das war ebenfalls ein Privileg. Aus Respekt für Revan habe ich zugestimmt, mich dem Meister anzuschließen. Ich verstehe nicht ganz. Mandalorianer ehren ihre Gegner. Wir respektieren einen hart erkämpften Sieg. Ich diene dem Orden, um sicherzustellen, dass Revans Name nicht vergessen wird. Revan war ein Krieger, ein Anführer, und er verdient dieses Andenken. Da eure Ehre euch nicht verpflichtet, woher weiß ich, dass ihr nicht das Andenken des Dunklen Lords befleckt? Was könnt ihr in Revans Namen für den Orden tun? Ich kann kämpfen. Ich bekämpfe die Gegner des Ordens, wann immer es nötig ist. Gut. Aber ich brauche dafür Beweise. Ich habe Männer des Clans ausgeschickt, um Jagd auf die einheimische Fauna zu machen. Ihr Lager ist in der Nähe. Besiegt sie, oder ihr werdet erschlagen. Und keine Sorge. Tarkan hier wird sicherstellen, dass sie über eure Ankunft Bescheid wissen. Ja, Commander. Dann so ein Hacker-Ding. Ich hab's auch gerade gesehen. Warte kurz. Kann ich das Ding auch hacken? Stell mal eine Lücke. Kleiternavigation. Ja, die kriege ich noch nicht. Erst ab Stufe 25, schon wenn ich Abonnent bin. Ist ja toll. Ja, schon mit 35 ohne. Das steht bei mir nicht bei, oder? Doch. Sind jetzt alle hingerannt? Wir müssen hier unten weiterlaufen. Ah, die Mandalorianer zu finden. Ich komme ja nicht mal da drüber. So. Charge! Einfach charge! Vom Ding steht was für dich. Foxy.
bevor ich den Charge-Kontor hatte. Oh. Bleibt ihr? Ich war fertig. Guck mal, wie weit vorne die jetzt schon wieder. Ich bin aber nur nicht so falsch in die falsche Richtung gelaufen. Ja. Oh, da ist was für mich. Also wir haben hier noch die Bonusquests, ein paar von denen zu töten. Ich weiß nicht, ob wir die mitmachen wollen. Also wenn sie doch da rumleihen, dann... Was wir haben, haben wir. Ja, dann müssen wir jetzt auch in die andere Richtung gehen und 8 von denen töten. Das ist so geil! Quer über das See drüber. Zähle die überhaupt oder können sie mal nur die Eidechse? Medizin. Ah ja, okay. Revan erlangte den Respekt meiner Großväter und Großmütter durch seinen Sieg im Kampf. Nun habt ihr meinen erlangt. Ihr seid kein Revan. Zumindest noch nicht. Aber ihr seid jemand. Ihr habt meine Zustimmung, dem Orden beizutreten. Es ist mir eine Ehre. Ihr müsst noch mit einer Person sprechen, bevor ihr zurück zur Anlage geht. Findet Major Patel. Er überwacht die Sicherheit an der Mauer. Ihm steht ein Treffen mit dem nächsten großen Revanita bevor. Gepriesen sei Mandalore und gepriesen sei unser Meister. So, und an dieser Stelle, haut rein, möge die Macht mit euch sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute. Tschüss. Pausen. Auxi, tschüss. Nein, ich sag nicht tschüss. Ich bin heute unhöflich. Hui.